Hallo, guten Abend und herzlich willkommen live aus Berlin, live aus der Buchhandlung Dussmann im Herzen Berlins und live auf Facebook. Guten Abend, hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich tierisch. Mein Name ist Anastasia Tamponidis und ich freue mich deswegen so sehr, Sie in der nächsten Stunde begleiten zu dürfen, denn wir werden gemeinsam zwei Ladies kennenlernen. Sie sind nicht nur Frauen, sondern auch Ärztinnen und Sie haben spannende Bücher mit im Gepäck. Im vergangenen Jahr haben Sie ein Buch herausgebracht, das heißt Midlife Care. Darüber werden wir ganz kurz sprechen, denn eigentlich geht es um das brandneue, das morgen erscheint, und zwar Repower. Herzlich willkommen, Dr. Med Susanne Eschebelke. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und Dr. Med Susanne Kirschner-Bruns. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und ich bin wirklich froh, dass ihr nicht auch noch Doppelnamen habt im Vornamen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da seid, Entschuldigung. Wenn zwei Ärztinnen ein Buch schreiben, dann kann es ja nur um Gesundheit gehen. Darüber werden wir natürlich im Detail, en Detail sprechen, aber vorher finde ich es ganz schön, wenn man die Gelegenheit hat, hinter den Autorinnen auch den Menschen kennenzulernen. Das hat man ja so selten. Wer seid ihr denn? Ihr seid Ärztinnen. Stellt euch mal vor, wo kommt ihr her? Was macht ihr zurzeit? Und wie habt ihr euch dann auch gefunden? Ja, also ich bin Susanne Eschebelke. Ich bin Ärztin, aber ich bin auch Partnerin, Freundin, Mutter von drei jugendlichen Kindern und habe meine Ausbildung in Hamburg gemacht, habe eine ganz klassische schulmedizinische Ausbildung mit Notfallmedizin, Intensivstation, innerer Medizin und fand immer die Notfälle ganz toll, die Akutmedizin. Und habe dann eine Praxis in Berlin eine Zeit lang gehabt und habe gesehen, dass so in den chronischen Erkrankungen eigentlich nur die Medikamente und nur die klassische Schulmedizin die Menschen oft nicht weiterbringt. Und habe vieles auch selbst an mir erlebt, wenn ich zum Arzt gehe, was ich da vielleicht anders auch haben möchte. Und so bin ich dazu gekommen, mit Susan zusammen an anderen Wegen zu arbeiten und Schulmedizin mit holistischer Medizin und Body-Mind-Medizin zu verbinden für schöne Ergebnisse und für ganz viel Spaß auch beim Arbeiten, auch mit den Patienten. Ja. Ja, ich bin Susanne Kirschner-Bruns. Vielleicht sage ich noch, dass Susanne und ich uns aus dem Studium kennen. Wir haben zusammen in Hamburg Medizin studiert, das heißt, wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe nach dem Studium gearbeitet in der Anästhesie und bin dann gewechselt in den Medizinjournalismus, weil das Schreiben mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Ich war Chefredakteurin einer gynäkologischen Fachzeitung, habe für viele Frauenzeitungen, vor allen Dingen Frauenzeitungen in Deutschland geschrieben und war auch Chefredakteurin der Gesundheitsbeilage oder Gesundheitszeitung im Spiegel. Mich als Autorin interessiert natürlich, wie ergänzt ihr euch eigentlich? Also ich schreibe ja alleine und ihr seid zu zweit. Teilt ihr Kapitel auf? Schreibt ihr alles zusammen? Wie macht ihr das? Ich bin das medizinische Chaos. Alles, was mich interessiert, was ich schon immer loswerden wollte, was ich Neues aus der Praxis mitbringe, was mich beschäftigt, was es zu verbessern gibt oder Erfahrungen, die geteilt werden wollen, die strömen dann auf Susan ein und die müssen alle verpackt werden. Und Susan ist so diejenige, die sagt, okay, wir machen das alles, aber jetzt muss erst mal eine Struktur rein. Ja, eine Ordnung, ein Konzept, das ist dann immer die Arbeit, die wir aber zusammen machen. Also wirklich ja. In stundenlangen, chaotischen Brainstormings oder auf Spaziergängen. Und dann wird das alles geordnet und dann bringe ich das in eine Struktur und die sprechen wir wieder ab, ob das sozusagen in unserem gemeinsamen Sinne ja. Ist. Also wir arbeiten hin und her. Also von der medizinischen Struktur weiß ich schon ganz genau, was ich sagen möchte und was zusammenkommt und wie man es möglichst so darstellt, dass auch der Laie es versteht. Aber manchmal habe ich dann so viele Ideen und Wünsche auf einmal, dann soll das noch in Grafiken umgesetzt werden und die möchte ich dann auch gerne noch malen, dass Susan dann manchmal sagt, wir werden jetzt erstmal das erste Kapitel zu Ende machen und dann gucken wir mal, ist auch noch Platz für ein zweites Buch.
Sie haben gerade was im Nebensatz, was ganz Spannendes gesagt, was mir selbst als Patientin auch gefehlt hat oder ich mir anders gewünscht hätte. Was konkret war das denn? Also was habt ihr an euch selbst beobachtet und was konntet ihr bei euren Patienten auch sehen? Ja, also ich denke, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch und eine Frau und ab 25, 30, 35 hat man eigentlich nicht mehr dieselbe Energie zur Verfügung. Man denkt aber, man hat sie und dann versucht man, alle Bälle gleichzeitig zu jonglieren und überall gut zu sein und für alles da zu sein und merkt, dass einem auch irgendwann ein bisschen die Kraft ausgeht und weiß nicht genau, woran es liegt, selbst als Ärztin. Ich therapiere mich nicht selbst und habe dann teilweise auch schon Arztgespräche gehabt, wo dann Blut abgenommen wurde und dann ging man raus, ist doch alles in Ordnung, aber ich habe mich eigentlich nicht besser gefühlt und nicht gut verstanden gefühlt und wünsche mir eigentlich, dass jemand ein bisschen tiefer hinguckt und auch vom Herzen dabei ist. Also Empathie ist eigentlich auch das Zauberwort in der Medizin, weil die Hausaufgaben sollte jeder Arzt machen, was die Diagnostik angeht, aber auch ein bisschen gucken, was brauchst du dann noch, welche Wege gibt es noch. Das hat mir manchmal gefehlt, obwohl es natürlich ganz viele tolle Kollegen da draußen gibt. Aber wenn es einem selbst nicht gut geht, ist man da sehr sensibel, was das angeht. Ja, und ich finde natürlich als Medizinjournalistin, dass es auch darum geht, dass man das Medizinische auch wirklich versteht. Also, dass das laienverständlich ist. Und da hat meine erste Textchefin gesagt, schreib es bitte so, dass es deine Oma versteht. Das war ein großes Learning, zu sagen, also ich muss das alles so runterbrechen, dass es wirklich verständlich ist und dass wir nicht mit irgendwelchen Fachbegriffen dort den Leser auch überfordern. Da kann ich aber alle Leser und Leserinnen beruhigen. Ich bin ja auch keine Wissenschaftlerin, interessiere mich sehr für Gesundheit und holistische Herangehensweise, aber ich glaube, dass ich alles verstanden habe. Ja. Midlife Care war ein sehr, sehr großer Erfolg, kam letztes Jahr heraus. Gebt ruhig ein bisschen an. Das wurde ja durchaus auch übersetzt in viele, viele Länder gebracht. Erzählt ja. mal, gebt ruhig an. Ja, gestern für einen australischen Frühstückssender, den größten Frühstückssender, ein Interview geben, weil das auch mittlerweile auf Englisch unter anderem übersetzt wurde. Und das ist so besonders toll zu sehen, dass wir eigentlich dieses Thema so am Herzen hatten, weil wir gedacht haben, viele Frauen wissen überhaupt nicht, dass so hormonelle Umstellungen teilweise schon 10, 15 Jahre früher beginnen und uns ja unser Leben lang begleiten. Und das war wirklich ein Herzensprojekt, das aufzuschreiben, unsere Erfahrungen mitzuteilen. Und toll ist einfach zu sehen, dass in so vielen Kulturen das Interesse da ist, obwohl die Frauen überall anders leben. Und das können wir auch sagen, in welchen Sprachen. Also das ist wirklich in Ungarisch. Niederländisch, Tschechisch. Slowenisch, genau, Koreanisch. Koreanisch, genau. Chinesisch. Holländisch, ja. Und es ist eben Englisch. Wirklich worldwide. Englisch worldwide, ja. So. Also herzlichen Glückwunsch, das schafft ja nun wirklich nicht jeder, toll. Ja, aber ich denke, es ist das Thema. Ja. Es ist das Thema, das den Menschen am Herzen liegt. Genau. Die Frauen wollen ihre Hormone besser verstehen. Also da haben wir ja auch nicht mit gerechnet. Naja, und sich selber auch vielleicht besser verstehen. Und was wir auch haben in dem Buch, das ist wirklich dieser Care-Gedanke, den wir so lieben. Wir lieben auch dieses englische Wort, to care, also sich kümmern. Und wir Frauen kümmern uns ja oft um alle anderen, nur nicht um uns selbst. Und das ist wirklich das, wozu wir auch wirklich motivieren wollen und animieren wollen, zu sagen, Mensch, ja, denkt auch an euch selbst. Wie wir die Lebensmittel meistern und die Kraft unserer Hormone nutzen, Lebensmittel. Ist es denn jetzt ein Buch nur für Frauen? Weil ich kenne da noch eine andere Spezies, die kommt auch in die Lebensmittel. Also das Midlife Care, das erste Buch, ich glaube, da können wir schon ganz klar sagen, dass das für Frauen ist. Und wir wollen das auch sagen, also weiten, auch vom Alter her weiten. Wann fängt die Lebensmitte an? Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Und sagen, ab Ende 30, Mitte, Ende 30, wirklich, da gibt es schon einen Change, aber den wir selber haben. Aber es ist ja nicht nur ein Buch für die Perimenopause, wo es um weibliche Hormone geht, sondern es geht darum, wie Umweltfaktoren unsere Hormone beeinflussen, die sogenannten endokrinen Disruptoren, also Plastik, Mikroplastik, das unsere Hormonsysteme negativ beeinflusst oder synthetische Hormone. Wir erzählen in diesem Buch auch, die Pille ist ein synthetisches Hormon, verdient die gar nicht den Namen Hormon, weil das sind hormonähnliche Stoffe, die oft mit unseren eigenen Hormonen gar nicht zu tun haben. Oder was macht die Schilddrüse, was macht die erschöpfte Nebenniere, wenn sie nicht funktioniert, was hat der Darm mit dem Ganzen zu tun? Also wir machen eine Reise durch den ganzen Körper
und möchten viele Symptome von den Seiten der Hormone betrachten, weil die oft eigentlich zu kurz kommen. Apropos der weiblichen Hormone. Ja, auch. Danke für den Zusatz. Apropos Darm, ich war ja ganz entzückt zu lesen, dass ihr auch in der Lebensmitte den weißen Industriezucker nicht gut findet. Nein. Ja, warum denn nicht? Ja. Je älter wir werden, und das Altern beginnt ja nach der Geburt, desto schneller bekommen wir eine sogenannte Insulinresistenz. Das Hormon, was den Zucker aus den Zellen, also aus der Blutbahn rausputzt, ist im Laufe des Lebens, je mehr Zucker wir auch zu uns nehmen, nicht mehr ganz so sensibel an den kleinen Andockstellen. Und so steigt pro Dekade der Blutzucker immer weiter an. Und ganz praktisch wissen wir, dass wahnsinnig viele Menschen mittlerweile an Diabetes mellitus leiden. Und die weit häufigste Form ist die Altersform. Und mittlerweile haben die schon Kinder. Ja. Aber auch deswegen, weil eben Zucker und auch der Industriezucker oder weiße Zucker ja heutzutage in allem drin ist. Im Ketchup, also nicht nur in Limonaden oder so, wir es wissen, sondern auch in Fertigpizza, in Fertigprodukten, also Zucker in Fruchtjoghurt. Ja, richtig. In was? Du bist ja Expertin in dem Thema der Inhaltsstoffe. Genau, da bist du ja die Expertin. Ich möchte aber noch eine ganz wichtige Sache sagen. Natürlich wird unser Blutzucker auch hochgetrieben durch diese raffinierten Zucker und Weizenmehl und alles, was raffiniert ist, aber auch durch den Stress, den wir haben. Weil dann wird unser Stresshormon ausgeschüttet. Hm. Und was macht der Urzeitmensch, der Stress hat? Die Muskeln müssen Zuckerreserven, Energiereserven bereitsetzen. Mhm. Und das ist in unserer Zeit, wo wir eigentlich 24/7 irgendwo am Handy sind oder im Stress sind oder Multitasking sind, ist das etwas, was zusätzlich noch dazu führt, dass wir ständig wechselnde Blutzuckerspiegel haben und vermehrt Fett einbauen. Und wenn man dann noch immer den Zucker und die Fertigprodukte draufpackt, dann ist es schlecht für die Hormone. Und weil wir ja heutzutage, also die meisten Arbeitnehmer, wir alle sitzen vor dem Computer und wir denken, also wir arbeiten mit unserem Gehirn und unser Gehirn ist der größte Zucker, Verbrenner, aber auch der am meisten Zucker, also das Gehirn will am meisten Zucker haben. Also wenn wir Zucker haben, denken wir einfach schneller, wir denken gut und das macht dann wirklich zuckersüchtig. Ja. Zum Stress kommen wir, glaube ich, dann auch mit dem neuen Buch nochmal abschließend, zum ersten Buch vielleicht noch. Was für Feedback habt ihr von euren Leserinnen bekommen? Das interessiert mich. Ja, wirklich. Wirklich sehr, sehr schönes Feedback. Also viele dachten erst, gut, das ist jetzt so ein Menopausenbuch und dann lesen sie es und sagen, meine Güte, wie das alles zusammenhängt, das ist ja total schön, da sind ja so viele Erklärungen drin und einige, die kommen wirklich und sagen, mein Mann hat mit reingeguckt und endlich wissen wir, was los ist, weil Frauen in der Lebensmitte, viele bekommen Antidepressivum, weil sie auf einmal Stimmungsschwankungen haben und dabei sind es die Hormone oder sie haben Schlafstörungen, weil das Progesteron runterrauscht, was uns müde macht und entspannt macht und dieser Wert, der sinkt als erstes und die sagen, danke, dass sie es verstehen. Manchmal können sie andere Medikamente absetzen und sagen, jetzt wissen wir, wie wir uns eigentlich selbst wieder besser verstehen und einstellen können. Und was wir total toll fanden, war, dass wirklich diese Bücher von den Frauen, die das kaufen, zum Teil an ihre Mütter und Großmütter weitergegeben werden und an ihre Töchter. Das heißt, wir haben eine unglaublich breite Bandbreite von Leserinnen von 20 bis 70, 75 und vor allen Dingen die älteren Damen, die sagen, hätte ich das mal alles früher gewusst. Ja, hätte ich das mal gewusst mit 35, ich wäre ganz anders in diese Lebensphase hineingegangen. Also ich hätte mir vieles erspart, ich hätte meinen Körper besser gekannt, ich hätte vielleicht auch mehr auf mich geachtet, wirklich im Sinne von Body, Mind, Soul. Unser Buch umfasst das ja alles und das hat uns irgendwie echt berührt. Oder junge Frauen, die sagen, was, in der Pille sind so viele synthetische Hormone, die ganze Kommunikation im Körper kommt durcheinander, wir wollen jetzt was anderes. Ja, auch gerade diese junge Generation, die ja auch sehr achtsam ist mit der Ernährung und die ja auch nochmal eine ganz neue Form von Bewusstsein in sich trägt oft. Ja. Und das hat euch dann motiviert zu sagen, okay, wir gehen jetzt den nächsten Schritt. Die erste Frage ist natürlich, bauen beide Bücher aufeinander auf oder sind das unabhängige Bücher voneinander? Also ich würde sagen beides. Es sind unabhängige Bücher, also wer jetzt Midlife Care nicht gelesen hat und mit Repower anfängt, der bekommt vielleicht Lust, Midlife Care nochmal im Nachhinein zu lesen. Und ich denke, wer Midlife Care gelesen hat, der wird sich hoffentlich bestimmt freuen auf Repower, weil es ist auch eine Art von Praxisbuch, natürlich nicht nur.
Weil, und da kommen wir vielleicht noch mal zu sprechen auf die Frage, vorhin ist das halt ein Buch nur für Frauen. Und wir haben mit Repower das Thema noch mal geöffnet, sowohl altersmäßig als auch eben, ich sag mal, geschlechtsmäßig. Also das Buch ist auch für Männer. Die Halleluja, die Herr. Also ja, wir wirklich darum sagen, ist es auch so genau. Schön orange und ja. Mich. Ja, ja. Naja, also, aber wir Frauen sind ja generell ja. Etwas interessierter an Gesundheit und Ernährung als ja. Männer, aber ihr schließt Männer nicht aus. Wir schließen Männer sowieso nie aus. Auch nicht im ersten Nein. Ja, so. Aber das ist schon oft die Frage gekommen, ja Mensch, mit Midlife Care habt ihr ja so viel die Hormone beschrieben und wie das alles zusammenhängt und wir haben das anhand vier großer Abteilungen gemacht. Ja? Wir haben Schilddrüse, Nebennieren, die weiblichen Hormone und den Darm und wie das und dann eben dieser Soul- und Self-Care-Gedanke, der Body-Mind-Gedanke. Einen Schritt vorher noch würde mich ja. interessieren. Der Titel Repower. Ja. Entschuldigung, Mikro. Ich würde noch mal gerne einen Schritt vorgehen. Repower, der Titel, suggeriert ja, dass wir etwas verloren haben und es wiederholen müssen. Und nun wissen wir alle, dass die letzten 12 Monate alle uns Kraft gekostet haben. Aber das Thema ist jetzt nicht erst 12 Monate alt, Nein. richtig? Warum habt ihr dieses Buch geschrieben, das, ganz konkret? Ja, das ist eine Entwicklung. Also erst war es so, wir machen jetzt das Praxisbuch zu Midlife Care, weil viele gefragt haben, wie stelle ich denn jetzt meine Schilddrüse richtig ein? Was soll ich essen? Was soll ich weglassen? Vieles davon steht in Midlife Care drin, aber eben ohne Programm, sondern das ist eher der Unterbau. Ja, so. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir nochmal passend auf diese einzelnen Kapitel wirklich so im großen Rahmen ein Programm. Und dann kam die Zeit des letzten Jahres. Und dann haben wir selber, oder ich habe an mir selbst gemerkt, was stabilisiert mich jetzt? Was braucht es noch? Was stabilisiert die Seele, die eigene Resilienz? Brauche ich mehr Morgenroutinen? Brauche ich mehr Meditation? Brauche ich Yoga? Muss ich laufen? Muss ich irgendwo auch die innere Wut und Unruhe rauslassen? Und das ist alles in dieses Repower mit eingeflossen. Wie stelle ich mich gut auf, diese Zeit gut zu überstehen und dann aber auch rauszugehen? Was sind meine inneren Stärken? Was sind meine Wurzeln, die mich halten in so einer extremen Zeit? Also das ist damit eingeflossen. Das ist damit eingeflossen und wir können schon ganz ehrlich sagen, wir haben das Buch im ersten Lockdown geschrieben. Ja. Also das war wirklich die Idee, was brauchen wir, also nicht nur wir, was brauchen wirklich die Menschen, was brauchen die Leser, Leserinnen, wenn das vorbei ist. Das war unsere Idee, ja. Also wieder Power und wieder rausgehen oder wieder Energie, wie laden wir das auf? Ja. Wie können wir uns wieder stabilisieren in dieser Situation, was kann uns helfen, welche Akzeptanz kann uns helfen, was kann aber auch sowohl von der Ernährung dem Körper helfen, was kann aber auch unseren Geist, unsere Seele, unsere Motivation, wie können wir uns stärken? Was habt ihr denn von euren Patienten gehört? Was kam denn da an Problemen, an Baustellen? War das physisch, war das halt Depressionen oder was habt ihr denn von alles. Menschen gehört in eurem Umfeld auch? Ja. Alles, die ganze Bandbreite, ja, alles. Also ich glaube, dass diese Zeit wirklich jeden Menschen an seine ganz persönliche Grenze gebracht hat. Also da brauchen wir gar nicht über die Frauen zu reden, die, ich sag mal, oder Familien, die das Homeschooling, die alles zu Hause machen müssen, die Belastung für die Frauen überhaupt. Und also für die Menschen, ne? für die Jugendlichen, für die Kinder, für alle. Und die Bandbreite ist riesig, ja, die ist riesig, die ist von, ich habe zugenommen und wollte das gar nicht, ich habe mich nicht mehr bewegt, weil mein Fitnessstudio zu hatte, meine Schilddrüse ist außer Rand und Band, meine Verdauung und so weiter, also alles. Jeden Abend Wein trinken, so. Gemütlich essen, wird zu Frust essen, darf man raus, keine Lust, immer nur noch spazieren gehen, kann es ja auch nicht sein. Und eine ganz wichtige Sache, unser Hirn ist zwar darauf eingestellt, dass wir uns immer neuen Situationen anpassen, das sichert unser Überleben, aber wenn es so viele Unbekannte in einer Gleichung gibt und ständig täglich neue Katastrophen, die durch die Medien und neue Zahlen und neue Restriktionen und wann soll ich was wie machen, dann ist unser Hirn so weit überfordert, dass es einfach
ausbrennt. Und da haben wir uns gefragt, was kann stabilisieren? Routinen können zum Beispiel sehr, sehr stabilisierend sein. Habe ich auch festgestellt. In so etwas. Ja, dass man wirklich sagt, man ist im Homeoffice, alle rennen nur noch in Jogginghose rum und zwischen Küche, Kaffee, Kindern und Bildschirm, ich muss es keinem erklären, ihr habt es alle selbst erlebt. Mhm. Aber dass man sich wirklich sagt, ich mache mir eine Morgenroutine. Ich gehe morgens in Kinder, ne? Die brauchen das ja auch. Ich gehe morgens in einen kalten See zum Beispiel. Ich mache Winterschwimmen. Das macht Susanne. Man sagt so, nach dem Winterschwimmen, wenn ich da gut raus bin, dann mache ich mir einen Smoothie oder meinen schönen ersten Kaffee und dann ist der Tag schon mal gerettet, weil ich habe schon mal eine Routine absolviert. Mhm. Ja, also so mit solchen Dingen kann man das Hirn auch wieder so ein bisschen austricksen, dass man Lasst uns mal einen Schritt noch mal von Corona auch weggehen, weil ich weiß, es wird eine Zeit geben, wo es auch ohne einen Virus wieder zu dem Effekt kommt, dass ich erschöpft bin. Weil dieses Fatigue, diese Müdigkeit, die habe ich auch schon vor Corona beobachtet in unserer Gesellschaft. Der erste Schritt, sagen wir mal, jemand schaut jetzt zu und sagt so, ja, im letzten Jahr umso mehr, aber vorher war ich auch schon ganz oft ganz schlapp. Muss ich zuerst erstmal organisch abchecken lassen mit meinem Hausarzt oder einem speziellen Arzt? Habe ich organische Probleme oder wie geht man da? Was ist der erste Schritt für jemanden, der sich nicht mehr wohlfühlt in seiner Haut? Das ist immer der erste Schritt. Also das ist etwas, wo wir auch sagen, da ersetzt gar kein Ratgeber und kein Buch natürlich den Arzt bei schwerwiegenden Problemen, gesundheitlichen Problemen. Und das ist auch das, was wir raten. Also dass jeder wirklich zu seinem Hausarzt geht oder Allgemeinarzt oder zu wem auch immer und sich da wirklich auch durchuntersuchen lässt. Heißt das, so ein Blutbild machen? Ja, ist ja die Frage, was kann alles erschöpft machen? Ja, dann muss ich als Arzt darüber nachdenken, was kann Erschöpfung machen? Ist es eine Depression, dass jemand morgens nicht mehr aufstehen kann? Muss man sehr vorsichtig sein, das fragt man natürlich dann. Oder hat jemand eine Schilddrüsenunterfunktion? Oder hat jemand gerade eine Antibiotikatherapie gehabt und die ganze das Mikrobiom im Darm funktioniert nicht mehr? Oder was ist es, die Ernährung? Man guckt sich immer die Wurzeln an eines Menschen, aus was nährt er sich? Oder ist es Stress? Oder ist es permanente Stress? Oder ist es Schlafmangel, weil man ständig mit einer Netflix-Serie ins Bett geht? Aber sieht man das an Blut- und Hormonwerten? Ja, man kann. Oder ist es ein Eisenmangel? Oder ist es ein Mikronährstoffmangel? Eisenmangel macht müde, eine Schilddrüsenunterfunktion macht schlapp und depressiv, hormonelle Störungen. Es kann sehr, sehr viele Ursachen haben. Und dann kriegt man eigentlich, oder ist es eine Herzerkrankung, je nachdem, wie alt jemand auch ist, ja? Oder hat jemand einen Infekt oder eine chronische Erkrankung? Das sind dann so diese ganz klassischen schulmedizinischen Sachen, die man abklären muss. Aber viel häufiger passiert ist, dass zu mir Leute in die Praxis kommen und sagen, ich bin wahnsinnig erschöpft und ich war schon bei ganz vielen Ärzten und die haben mir alle das Blutbild gezeigt und haben gesagt, da ist nichts. Aber ich fühle mich immer noch erschöpft. Und da muss man ein bisschen genauer hingucken. Dann guckt man sich auch mal die Vitamine an. Dann guckt man sich mal die Spurenelemente an. Und dann kommt man schnell in den Bereich, wo man auch auf mentaler Ebene ist und dann auch in der Body-Mind-Medizin ist. Ja, und auch seelischer Ebene ist. Genau. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Ja, so. Ja. Das heißt, holistisch, also ganzheitlich, ihr schaut euch den Körper an, die Werte, das ist jetzt auf physischer Ebene. Aber wie weit... Also was ist denn zuerst da, das Huhn oder das Ei? Also kann eine Depression zu einem Mangel führen oder führt ein Mangel zu einer Depression und Schlappigkeit? Also, oder ist es immer ein Kreis? Also der Mensch ist immer Körper, Geist und Seele. Bums. Und du bist die Praktikerin. Ja, der Kopf sitzt ja oben drauf, aber das sind oft Teufelskreisläufe. Also eine ganz klassische, und das Herz sitzt hier. Genau, eine ganz klassische Patientin von mir zum Beispiel ist, sagen wir mal, die ist jetzt Mitte 30, der Zyklus ist nicht mehr so regelmäßig, die hat sehr starke unregelmäßige Blutungen und hat einen Blutverlust. Dann hat sie einen Eisenmangel. Dann ist es oft so, wenn nicht genügend Eisen da ist, funktioniert die Schilddrüse nicht mehr richtig. Dann geht das auch noch runter. Dann ernährt sie sich vielleicht nicht gut, macht nicht mehr Sport, weil sie zu schlapp ist. Und dann kommt dann Kreislauf in Gange, irgendwann kann sie nichts mehr machen und nimmt zu und wird depressiv. Ja? Oder eine Depression führt eben auch dazu. Also man muss immer gucken, was ist zuerst da. Und manchmal gehen die Dinge auch ineinander über. Mhm. An welcher Stelle greift man ein? Also ich fand es ja ganz faszinierend von der alternativen Medizin der TCM, dass sie am Körper eingreift und sagt, ja, man kann zur Therapie gehen zum Beispiel, aber wir können am Körper erstmal mit Ernährung zum Beispiel oder Akupunktur ansetzen und dann folgt der Geist und die Emotion. Und da war ich total baff, weil ich das vorher noch nie gehört habe. Wo setzt ihr an?
Naja, also ich glaube, das Wichtige ist immer ganz individuell zu schauen, was braucht in dem Moment wirklich dieser Mensch, der vor einem sitzt. Und das kann absolut unterschiedlich sein. Es kann das Gespräch, also das weißt du, ja, Gespräch helfen und jemand geht raus und sagt, ach, ich fühle mich ja schon geheilt. Aber es kann auch alles andere notwendig sein. Wir wollen ja mit unseren Büchern jetzt nicht den klassischen Hausarzt ersetzen. Ja, ein Hausarzt hat in Deutschland 7 Minuten für seinen Patienten und da leisten die Ärzte auch das Beste, das irgendwie alles hinzukriegen. Aber die Menschen, die wir ansprechen wollen, die haben oft, wenn sie ein Medikament brauchen, hat man das ja schon. Sondern ich möchte eigentlich eher gucken, brauchen sie das noch? Braucht es was anderes? Wir wissen ja mittlerweile nicht nur aus der praktischen Erfahrung, dass die Ernährung auch unsere Psyche beeinflusst, sondern es gibt eine ganz neue Wissenschaft, die sich wirklich mit dieser Darm-Hirn-Achse beschäftigt. Es gibt ganz tolle Forschungen in der Psychiatrie, dass man erstmal seine Ernährung verändert und damit auch Depressionen und auch schwere Erkrankungen sehr, sehr positiv beeinflussen kann, indem der Blutzuckerspiegel stabilisiert wird oder das Mikrobiom im Darm. Beispielsweise, wenn das aus den Fugen geraten ist, wir produzieren sehr viel Stoffe, die auch im Hirn vorkommen, im Darm. Darum sagt man das zweite Gehirn. Und man hat eine spannende Studie zum Beispiel, nach dem Antibiotikum werden die Leute stärker depressiv. Da gibt es Untersuchungen drüber. Das finde ich wahnsinnig spannend. Naja, weil ein Antibiotikum, das soll es ja auch, die Bakterien abtötet im Körper und deshalb auch die guten, genau, nämlich auch die guten, genau, Darmbakterien. Und das ist Nahrung, genau, und Heilung. Genau. Ja. Hängt da sehr eng zusammen. Ja, mir erzählt er. Ja, deshalb, mir scheint die Sonne aus dem Allerwertesten. Ja. Natürlich war auch für mich das letzte Jahr anstrengend, ganz klar. Ja. Und deswegen lasst uns diese 3 Punkte mal durchgehen, die eben auch bei Repower im Fokus habt. Umwelt, auch schon gerade genannt, Stress und die Nahrung. Würdet ihr gern zu jedem Punkt vielleicht so 3 praktische Sachen? Sagen wir mal, jetzt schaut eine 35-jährige Frau zu. Ja, ist vielleicht noch nicht in der Mitte ihres Lebens, aber fühlt sich erschöpft. Können wir ihr etwas an die Hand geben? Für morgen, gleich morgen, wenn sie aufsteht. Erstmal bestellt sie natürlich das Buch oder geht in die Buchhandlung und kauft es. Es kommt nämlich morgen auf den Markt. Ja, vielleicht kann man ganz kurz dazu sagen, wie das funktioniert. Ja, wie es aufgebaut ist, oder das so. Buch. Ja, also das wäre vielleicht. Ja, das wäre vielleicht. Ja, also zu dem 28-Tage-Programm wäre ich danach gekommen. Ja, ja, genau. Nur genau. Ganz kurz, wie das vor. Genau, und dann kommt der praktische Tipp sofort. Genau, hinterher. Weil genau. Das, 28 Tage mir sehr gut gefallen. Erklärt mal, was ist 28 Tage erklärt gleich Susanne. Also ich würde super gerne erklären, wie das Buch aufgebaut ist, weil wir nämlich die großen Organsysteme aufgenommen haben. Wir haben also den Darm als wirklich Healthcare. Wir haben auch wirklich wieder diesen Care-Gedanken aufgenommen. Das ist ein Kapitel. Wir haben Heartcare, das ist wirklich die Schilddrüse und das Herz. Wir haben dann Mindcare, das ist der Vagusnerv und die Nebennieren. Und dann haben wir Soulcare. Und Soulcare sind wirklich die Hormone und auch die weiblichen Hormone. Und wir haben zu jedem einzelnen Kapitel, und das haben wir uns überlegt, und deshalb beantwortet das auch nochmal die Frage, die du vorhin gestellt hast, was macht man da? Oft ist es, dass wir zu viel haben, zu viel. Da sind wir wieder bei dem Stress oder die Leute nehmen zum Teil viel zu viele Medikamente. Das heißt, und jedes einzelne Organsystem braucht vielleicht am Anfang erstmal etwas, was wir wegnehmen. Deshalb fangen die Kapitel damit an, dass wir sagen, less. Was können wir überhaupt erstmal weglassen? Ja, zum Beispiel beim Darm den Alkohol oder eben wirklich die Medikamente wie das Antibiotikum oder was gibt es als Alternative, natürlich, wenn man es nicht mehr braucht. So. Und wenn wir das haben und wir nehmen erstmal etwas weg, um den ganzen Körper zu entlasten, was können wir dann dazugeben? Und das ist der Repower-Gedanke. Ja, zum Beispiel beim Darm die fermentierten Lebensmittel und die Bewegung und auch wirklich das Stressmanagement. Und dann haben wir als allerletztes eben wirklich diesen Care-Gedanken. Was machen wir noch? Wir haben tolle Affirmationen, wir haben Journaling, wir haben Yoga-Übungen, also wir haben etwas wirklich für die Seele. Ja. Und vielleicht sage ich was Praktisches dazu. Eine Frau kommt und sagt, sie fühlt sich erschöpft und hat vielleicht was mit der Schilddrüse. Und wir haben versucht, Themen aufzugreifen, die jeden angehen. 10% aller Menschen haben was mit der Schilddrüse. Fast jeder hat schon mal ein Antibiotikum genommen. Fast jeder hat erschöpfte Nebennieren. Also das ist in diesem Buch, kann sich eigentlich jeder wiederfinden, weil er schon die Erfahrung gemacht hat. Das sind nämlich die häufigsten Dinge, die auch nicht gut laufen können. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wir wissen, dass der Schilddrüse zum Beispiel Gluten aus dem Weizen und Casein aus der Milch als sehr starke Allergene nicht gut tut. Und zur Beruhigung des Systems, um Entzündungen
zu heilen, können wir diese beiden Stoffe schon mal wegnehmen. Und stattdessen bieten wir Nahrung an, die selenhaltig ist, die antientzündliche Gewürze beinhaltet zum Beispiel. Ja, oder wir füllen die Eisenspeicher wieder auf. Also wir machen wirklich eine Kur, indem wir Dinge wegnehmen, was für diesen ganz speziellen Pfad negativ ist, und füllen es mit Positivem an. Was ich sehr schön fand an diesem 28-Tage-Programm war, dass ihr mir nicht haargenau jeden Tag und jede Stunde vorschreibt, was ich zu tun habe. Es gibt ja solche Programme, die auf jede Person draufgestülpt werden. Und ihr habt ja gerade gesagt, es ist individuell und ihr regt auch an zum Mitdenken und Mitkreieren. Das fand ich sehr gut. Naja, und das entspricht auch unseren Charakteren, weil wir so freiheitsliebend sind. Wir halten keine strukturierten 9-Wochen-Programme durch. Nein, überhaupt nicht. Ja. Und wir wollten auch keine Diät jetzt wieder, die wirklich dann nach 3 Tagen scheitert, weil man die ganzen Lebensmittel nicht zusammenbekommt oder stundenlang in der Küche steht. Das wollten wir auch nicht. Wir wollen eigentlich, also das war so mein persönliches Warum, es gibt so viele fantastische medizinische Neuigkeiten und erfahrungsgemäß dauert das 5 bis 10 Jahre, bis die in den Praxen ankommen. Und es gibt wahnsinnig tolle Sachen. Das intermittierende Fasten ist ja mittlerweile schon sehr, sehr bekannt. Aber es gibt eine bestimmte Wirkstoffgruppe der Enzyme, die Sirtuine. Und die sind in ganz vielen Stoffen mit drin. Wie können wir wirklich ganz jung, ganz alt werden? Das wollen die Menschen ja. Ja, dieser Longevity-Effekt, den man durchs Fasten kriegt. Und wir greifen also wirklich viele, viele Trends auf und positionieren uns aber, für wen ist es gut und für wen ist auch was nicht geeignet. Weil die meisten Leute nehmen sich einen Trend und stülpen ihn sich über und oft funktioniert das dann nicht. Ein Erschöpfter muss jetzt nicht eine 10-tägige Fastenkur machen, dann sind die Nebennieren komplett schlecht gelaunt, ja, sondern dass wir einfach auch nicht das Frühstück ausfallen oder nicht das Frühstück ausfallen lassen, lieber das Abendessen. Ich sag, was macht Sinn? Wie können wir von diesen ganz tollen Neuerungen aus der Epigenetik, ja, aus der Umweltmedizin? Es gibt so viele tolle neue Dinge, aber die muss man halt individualisiert umsetzen. Wann nützt es und wann schadet es vielleicht? Was sagt ihr dazu? Ich habe letzte Woche ein Interview gesehen in einer Talkshow. Da hat der Moderator einer Ärztin gesagt, ja, es wird ja quasi jeden Monat eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Immer wieder ein neuer Ernährungstrend und dann widerspricht sich das. Ich persönlich sehe das gar nicht so. Ich glaube eher, dass die Schlagzeilen nur so ausgerichtet werden und dass die Sache an sich gar nicht so widersprüchlich ist. Wie empfindet ihr das? Weil ihr kommuniziert und ihr seid Ärztinnen. Ja, also ich sehe das auch nicht so. Also es gibt vielleicht neue Schlagwörter, dass dann etwas wieder aufgenommen wird. Aber Intervallfasten zum Beispiel. Intervallfasten zum Beispiel. Das in jeder Kultur, in jeder Religion genau, sind Fastenzeiten seit Jahrtausenden. Wollte ich gerade sagen, so etwas. Aber was ich toll finde, und das ist ja gerade so wunderbar heute auch durch die Medien, dass dieser Fokus dahin gelenkt wird und dass wir oder auch die Patienten, dass dieses Wissen transportiert wird, dass da niemand mehr sitzt, der sagt, ach, ich habe noch nie von irgendetwas gehört, sondern es macht ja wahnsinnig Spaß, auch eben dieses Wissen zu transportieren, das, was ich mache oder dir ja, wo du sagst, Mensch, es macht dir Spaß, wenn da wirklich auch der aufgeklärte Patient als Team. Weil die Menschen verunsichert sind, es gibt so viele Trends. Und sie wissen gar nicht, was ist für sie das Beste und die ganzen Mikronährstoffe, muss ich was einnehmen, muss ich nichts einnehmen. Alle meine Patienten, ich sage wirklich alle, weil ich teste nur bei denen ich schon einen Verdacht habe, ja. Vitamin D, Vitamin B12, ja, die Vegetarier, die Veganer. Eisen wahrscheinlich. Ja, nicht jeder, aber so Frauen im gebärfähigen Alter, ne, da ist das eher noch Eisen, später dann nicht mehr so. Aber fast jeder braucht Vitamin B12, weil das wird im Darm gebildet, das ist nicht überall drin. Ja, wir haben sehr viele Vegetarier, Veganer oder auf einmal ist der Trend, kein Brot mehr essen, das böse Brot. Nicht jeder hat eine Weizenintoleranz, wir sagen wirklich, wann ist Brot böse und wann ist es ein ganz hervorragendes, gehaltvolles Nahrungsmittel? Ja, also dass man wirklich oder für wen ist es eben für auch wen gut, ist es ja genau. So. Aber wenn ich Probleme mit der Schilddrüse habe, dann ist es eben für diesen Patienten oder ich sag mal Leserin eben eher nicht gut. So. Was sich aber ändert, ist die Umwelt. Früher war es toll, ein schönes Glas Milch zu trinken und heute gibt keine Kuh mehr 30 Liter Milch. Ja, also das, was man früher vielleicht gepriesen hat, ist heute eher etwas, wo man sagt, da gibt es super Studien.
reduziert das auf jeden Fall, ja. Und ja, Fisch war früher Tierhaltung, auch gesund. Genau, das ändert sich. Und Fisch würde ich jetzt niemandem empfehlen. Früher war es vielleicht ein Nahrungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren. Jetzt ist es voller Plastik, Antibiotika, lieber Quecksilber oder Quecksilber. Fragen. Haben Sie Fragen? Stellen Sie doch bitte Ihre Fragen. Sie können im Live-Chat Ihre Fragen stellen. Sie können aber auch einen Kommentar oder eine Nachricht schreiben. Wir würden die gern beantworten. Ne? Ja, ihr seid ja auch auf unterwegs jeden und trefft ja auch Menschen, wenn die Welt normal ist. Das kann ich mir bei euch auch gut vorstellen. Auch immer im Doppelpack oder trennt ihr euch auch mal? Wir trennen uns auch mal, aber sehr ungern und sehr selten. Nein, also für diese Bücher Sachen machen wir Doppelpack. Schon zusammen. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt werde ich noch persönlicher. Ich möchte von diesen zwei sauschlauen Frauen und Ärztinnen wissen, was sie als erstes morgens machen, wenn sie aufgestanden sind. Bitte sag bitte nicht, dass sie jeden Morgen in ein eiskaltes Becken springen. Susanne, ja. Nein, nicht jeden Morgen in ein eiskaltes Becken, im schwedischen See und im Schlachtensee. Aber was ich wirklich morgens immer mache, ich trinke fast jeden Morgen einen Smoothie oder einen Shake, wo Joghurt mit drin ist, wo Leinsamen mit drin ist. Also ich mache mir immer so ein Porridge oder ein Pudding und dazu, ich trinke jeden Morgen Milchkaffee mit, also Kaffee mit Hafermilch. Ich bin ein absoluter Morgenmuffel. Also ich komme überhaupt nicht aus dem Bett, überhaupt nicht. Das, was ich aber dann mache, wenn ich aufgestanden bin, als allererstes, ich trinke aus dem Ayurvedischen ein Glas warmes Wasser. Also gekochtes und ein bisschen abgekühltes Wasser. Früher habe ich das mit Zitrone und Ingwer getrunken. Das vertrage ich nicht mehr ganz so gut mit meinem Magen, aber das regt den ganzen Stoffwechsel an. Na, dann demnächst im Geiste zusammen. Das mache ich auch jeden Morgen. Was machst du denn morgens? Ja, ich trinke ein Glas warmes Wasser und dann einen griechischen Bergtee und dann einen Kaffee mit Hafermilch. Genau. Sehr und drei schön. Stunden später fange ich erst mit dem Essen an. Ja, super. Mhm. Was macht ihr ab 18 Uhr? Esst ihr dann noch? Trinkt ihr Alkohol? Wann geht ihr ins Bett? Ich weiß, es ist sehr intim, aber ich will es wissen. Also ich gehe fast wirklich immer um 22.22 Uhr ins Bett. Das ist die Uhrzeit, die ich ganz oft sehe auf dem Display meines Kühlschranks und denke, oh, jetzt werde ich müde. Also wirklich so um 10:30 ist bei mir, ich bin eher ein Morgenmensch, ich stehe gerne morgen früh auf und greife so den Tag und bin dann abends dementsprechend auch früher müde als andere vielleicht. Also das mache ich. Ich trinke gerne einen Rotwein, aber vertrage das nicht mehr so gut und verordne mir selbst immer längere Alkoholpausen, weil ich einfach gerne Alkohol trinke und das nicht geht. Ist schon so, dass wenn man älter wird, kann der Körper den Alkohol nicht mehr so schnell abbauen wie früher, oder? Der konkurriert, also zum Beispiel werden ja auch unsere Hormone, Östrogene über die Leber abgebaut und die ganzen Umweltgifte. Und wenn man zu viel Alkohol trinkt, dann entstehen oft schädliche Hormone, schädliche Östrogene. Darum ist das Brustkrebsrisiko ja ein bisschen erhöht auch. Also man soll einfach aus vielen Gründen nicht zu viel Alkohol trinken. Aber es schmeckt eben auch. Ein schönes Glas Wein schmeckt doch auch gut. Also man ist ja auch erlaubt. Also ja, in Maßen. Wunderbar. Ja. Stichwort Corona-Kidos. Wir haben gerade schon gehört, man bewegt sich weniger, man ist im Homeoffice, man soll ja auch gar nicht so viel rausgehen, die Fitnessclubs haben zu. Ich habe es auch festgestellt, der Kühlschrank war auf einmal ständig vor meiner Nase, ich musste ihn öffnen. Sind denn ein paar Kilos mehr auf den Rippen automatisch immer gefährlich und ungesund oder erst ab einer Grenze? Wie kann man das denn selber jetzt persönlich in unserer Situation einschätzen? Also ich glaube, dass es da das ganz persönliche Wohlfühlgewicht gibt. Das finde ich sehr wichtig. Es gibt natürlich den Body Mass Index, wo gerade wir auch als Ärzte sagen, da ist halt die Gefahr der Herz-Kreislauf-Erkrankungen definitiv erhöht in Korrelation zum Körpergewicht. Also Bluthochdruck und das, was wir da haben können. Also bei einem Wert ab 30, glaube ich, ne, ist es Adipositas. Genau. Also es geht eher schon so bei 25. Ach doch schon. Aber es ist einfach auch die Verteilung. Wir wissen mittlerweile, dass gerade das Bauchfett, und das muss nicht unbedingt das Fett sein, das man nur außen sieht, sondern dieses Fett, was sich so zwischen den Organen ausbreitet, dieses viszerale Fett, wie man das nicht nennt, das ist wirklich ungesund, weil das eine Hormonfabrik ist. Da sind also so bestimmte Faktoren mit unglaublich komplizierten Namen, die
einfach uns die Hormone zerschießen und die auch so eine ständige Entzündung im Körper vorrufen. Darum geht es auch in dem Buch, diese stillen Entzündungen und wie man da auch wieder gegenwirken kann. Und ab einem gewissen Fettanteil ist auch unser Sättigungshormon, das Leptin, auch gestört. Das wirkt nicht mehr so richtig. Dann kam so ein Teufelskreis in Gange und zwischen immer mehr Hunger und immer mehr Essen und so. Aber da hilft Bewegung. Es kommen auch Frauen auf euch zu, die sagen, ich versuche seit Jahren abzunehmen und ich schaffe es nicht. Und dann könnt ihr helfen. Man kann tatsächlich helfen. Jeder muss natürlich eine Konsequenz mitbringen, auch ein paar Sachen umzusetzen. Zaubern könnt ihr nicht. Aber meine Erfahrung ist, wenn man weiß, wie die Dinge funktionieren, dieses halt, ja, ist halt weniger und bewegt dich mehr, vielen Dank für die tolle Idee, das wirkt nicht. Aber wenn man seinen Körper versteht, dann ist man ganz anders motiviert, das zu machen und auszuprobieren. Und dass man auch wirklich Geduld hat, weil das ergeben ja auch alle Studien her, dass eben viele Leute sehr, sehr motiviert sind, extreme Diäten machen, auf einen Trend eben aufsteigen und dann auch wirklich viele Kilos in kurzer Zeit verlieren. Das raten wir aber überhaupt nicht. Also es ist wirklich ein anstrebenswerter Gewichtsverlust von 10 Kilo in einem Jahr und nicht 10 Kilo in einem Monat, weil diese 10 Kilo, die wird man halten, also die verlorenen 10 Kilo wird man halten. Und es ist auch, das geben die Studien eben auch her, dass jeder so ungefähr nach 3 bis 4 Monaten in ein absolutes Loch fällt und sagt, Mensch, jetzt habe ich so lange durchgehalten, jetzt gönne ich mir das Stück Schokolade und ein Stück Schokolade, dann nehme ich einen Riegel, dann nehme ich die ganze Tafel und dann sage ich, jetzt ist auch egal. Ja? Erst nach 3 Monaten? So. Und wo wir wirklich sagen, ja, auch egal. Und wenn dann die Tafel Schokolade gegessen wird nach 3 Monaten, super, aber bitte weitermachen. Also nicht den Mut verlieren. Und wenn dann wieder ein Kilo draufkommt oder 2, auch da nicht den Mut verlieren, sondern sagen, Mensch, ich habe das schon so super durchgehalten. Und wirklich weitermachen, das Jahr durchmachen und die Lebensgewohnheiten ändern und dann bleibt das auch. Aber die Grundvoraussetzungen müssen stimmen. Wenn der Darm falsch besiedelt ist, ja, wenn so bestimmte Darmbakterien vorherrschen, die sind unglaublich gute Kostverwerter. Das macht bis zu 10% aller Kohlenhydrate aus, nur weil man einfach die falschen Darmbakterien hat. Und da kann man wahnsinnig viel machen. Ja. Das sagen wir auch in unserem Buch. Was hilft, damit wir das Gleichgewicht Richtung Abnehmen trimmen? Oder die Mikroplastik. Und ganz, ganz praktisch morgens die Hafermilch in den Kaffee statt der normalen Milch, weil Hafer ist wirklich fast das wertvollste Superfood und enthält unheimlich viele Ballaststoffe. Und die macht glücklich. Und die Ballaststoffe, die gelangen bis ans Ende des Darms, also in den Enddarm und dort sitzen wirklich auch unsere Superdarmbakterien. Und regionaler kann ein Superfood ja gar nicht sein. Und auch noch so günstig. Es gibt gute Gründe für Hafer. Wir haben eine Frage von Otis. Otis ist ein Mann. Halleluja. Hallo, schön. Otis. Ja, wir freuen uns über männliche Zuschauer. Genauso wie über unsere... Otis fragt für eine Frau. Gut, Otis fragt für eine Frau, aber ist egal. Hauptsache, Otis ist auch am Start. Bitte Fragen stellen. Wir haben jetzt noch natürlich ein paar Minuten. Beantworten wir gerne. Was macht man bei erhöhten, schlechten Cholesterinwerten? Ich bin Vegetarier. Also da muss man erst mal sehen, also toll, Vegetarier ist glaube ich schon mal sehr, sehr gut. Wir machen hier kein Fleischshaming, aber vegetarisch sich zu ernähren ist aus vielen, vielen Gründen sehr, sehr gut. Erstmal muss geklärt werden, ist da eine familiäre Belastung? Es gibt nämlich so eine genetische Disposition, wie man sagt, eine Fettstoffwechselstörung zu haben. Das muss man abklären. Und dann weiß man heute auch, das ist oft gar nicht die Fette sind, weil gesunde Fette sehr gesund sind, sondern dass oft zum Beispiel bestimmte Fette wie die Triglyceride erhöht sind, wenn Menschen zu viel Zucker und Weizen und Fertigprodukte essen. Und dann spielen die Ballaststoffe eine Rolle, es spielt die Lebergesundheit eine Rolle, wie das Ganze abgebaut wird. Also erhöhte Blutfettwerte sind was auf jeden Fall in die Hände eines Arztes gehört, um das erstmal gut abzuklären. Weil auch ein Vegetarier kann ja sehr viel, man muss sich ja nicht zwangsläufig gesund ernähren, weil er das Fleisch weglässt. Genau, also, das wollte ich auch gerade sagen, ne, dass man wirklich darauf achtet, dass man ausgewogen sich ernährt und nicht sagt, ach Mensch, jetzt esse ich ja doch schon kein Fleisch, und aber dafür die Tüte Chips ja jeden Abend oder so. Ja. Dann rauscht der Cholesterinspiegel auch in die Veganer, der nur noch Toastbrot isst. Oder Pommes frites oder sowas. Ja. Also, mir hat mal eine Frau gesagt, sie ernährt sich sehr gesund, weil sie nur im Biomarkt einkauft. Und ich dachte, jetzt kommt noch was, und das war's aber.
sie dachte, sie kann sich gar nicht im Biomarkt ungesund ernähren. Da könnte sie schon auch ein paar Dinge falsch machen. Ne? Zucker, Fett, Salz. Die einfache Ernährung natürlich, ist doch das genau. Schöne. Das muss sich ja einer Griechin nicht erzählen. Genau, nicht? Ich sage nur Kreta-Diät. Oliven, auch in der Muttermilch. Mediterrane, Blue Zones, Nahrung. Ja, da sind wir eigentlich wieder die alten Italiener. Ja. Ich durfte eine Zeit in Italien leben. Also wie rüstig die Menschen dort im Süden sind und da teilweise mit 85 noch den Berg hochgehen, wirst du vielleicht auch. Macht mein Onkel mit 95. Ja, super. Der treibt den Esel den Berg hoch. Ja, super. Ich würde gerne noch über einen Punkt, also gerne noch Fragen stellen. Wir sind noch ein Weilchen hier. Ich würde gerne noch über ein Thema sprechen, weil mich das total entsetzt hat, als ich das letzte Woche gehört habe in einem Bericht. 8 Millionen Deutsche sollen Schlafprobleme haben. Warum ist das für uns nicht gut? Wo steckt da eine Gefahr? Nur 8 Millionen? Das kommt mir fast wenig vor. Mir kommt das auch wenig vor. Das ist ja nur jeder Zehnte. Also Schlafprobleme sind ja so unfassbar häufig. Eure Erfahrung ist anders? Ja, auch fast jede Frau in der Perimenopause, Menopause, ältere Menschen, gestresste Mütter mit kleinen Babys, gestresste Manager. Ja, jeder hat Schlafprobleme. Mhm. Und also wir können jetzt sagen, wo kommt es her, aber du wolltest eher auch wissen, was hat das wirklich, was birgt das für eine Gefahr? Ist das ein Problem? Ja. Also nur, ich fühle mich nicht gut an. Ja. Wir wissen mittlerweile, dass besonders der REM-Schlaf, REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement, wenn die Augen sich so im Schlaf ganz schnell bewegen, das gibt so bestimmte Schlafwellen und dass gerade dieser REM-Schlaf unglaublich wichtig fürs Immunsystem ist und für die Zellerneuerung ist. Das sind so neue Forschungen aus einem recht jungen Bereich der Medizin, aus der Chronobiologie. Die sprechen wir auch in unseren Büchern an, weil mit seiner Chronobiologie zu leben, ist man die Lerche oder ist man die Eule? Ja, so, ja genau, die Lerche, ist wahnsinnig wichtig. Und es ist auch total wichtig abzuklären, warum jemand Schlafstörungen hat. Das kann auch mal eine Depression dahinter stellen oder Progesteronmangel. Ja, oder Nebennierenerschöpfung, das haben wir auch. Das heißt, es ist ein altersunabhängiges Phänomen, querbeet durch die ganze Gesellschaft. Och, also ich glaube, so ein ausgeruhtes Baby schläft natürlich noch mehr als jetzt ein Senior. Ja, und es ist auch ein modernes Phänomen, weil wir ja zur Nacht hin, das heißt, wenn es draußen dunkel wird, in unserer Zirbeldrüse das Schlafhormon Melatonin bilden. Das heißt, es wird ausgeschüttet und wird, wenn gegen morgen hin, wenn es hell wird, draußen eben, dann wird die Ausschüttung eingestellt. Wenn wir aber abends noch auf dem Tablet den Netflix-Film gucken oder im Handy noch die SMS chatten, also checken, dann wird diese Melatonin-Ausschüttung unterdrückt. Durch das Blaulicht. Das heißt, durch das Blaulicht. Das heißt, unser Körper denkt, ach hey, es wird ja hell, ich muss ja aufstehen. Und das, also als Laie würde ich jetzt denken, habe ich in der Drogerie im Regal stehen sehen, ich hole mir Melatonin, pfeife es mir rein und schon schlafe ich wie ein Baby. Ist eine Lösung. Was noch ganz spannend ist zum Thema Zucker. Ja. Es gibt viele Patienten, die wachen nachts auf und das kann eine Unterzuckerung sein. Wenn Leute schon eine Vorstufe des Diabetes haben oder Blutzucker im Balancen, dann raten wir, oder ich rate denen dann abends eine kleine eiweißhaltige Sachen noch zu sich zu nehmen, damit man dann nicht mit dem Blutzucker abrauscht und richtig so schweißgebadet und mit so einem Angstgefühl hochschreckt, weil das eine nächtliche Unterzuckerung ist. Das ist ein Tipp. Meistens gegen 3 oder 4 Uhr. Mm, genau. Ist mir schon mal passiert, obwohl ich ja erst 22 bin. Wir sind so ungefähr ein Jahrgang. Ne? Das heißt, man therapiert sich selbst nicht. Therapiert ihr euch gegenseitig? Therapieren wir uns gegenseitig? Ich finde, wir stützen uns gegenseitig. Also gerade durch unsere Arbeiten an den Büchern. Wir kauen ja alle Themen durch. Und wir sagen dann immer, Mensch, welche Erfahrung hast du denn damit? Und welche hast du denn damit? Und wie ist das denn? Wir also von daher finde ich Also ich finde, wir werden konsequenter. Wir sagen so, nö, das machen wir jetzt nicht. Oder nö, wir machen jetzt eine Veranstaltung. Wir sollen ja auch ein bisschen auf uns achten. Also ich merke, dass so dieses Multitasking, wo ich früher unglaublich stolz drauf war, weicht jetzt eher so
einer Fokussierung, die ich eigentlich viel besser finde. Und da unterstützen wir uns und da sollten wir uns eigentlich vielleicht auch alle unterstützen. Ja, genau. Ja, wir Frauen sowieso helfen. Fokussierung, da denke ich so ein bisschen an Konzentration, vielleicht auch an Meditation und Yoga. Sind das auch Standbeine, die man sich als Frau durchaus mal anschauen könnte? Auch als Mann. Ah. Auch als Jugendliche. Ganz schon. Explizit. Ja, ganz explizit, ja. Ja. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich sehr Multitasking und das war auch nicht die leichteste Zeit. Und in dieser Phase habe ich eine Achtsamkeitsausbildung, erst einen Kurs gemacht und dann die Ausbildung gemacht, weil es mir erst selbst geholfen hat und ich dann gesehen habe, dass das ein sehr gutes Handwerkszeug ist, auch an die Patienten weiterzugeben. 3 Kinder, Ärztin, Ehefrau. Also mich wundert es nicht. Das ist ja Multitasking, oder? Das Leben ist Multitasking. Ja. Das ist die Frage, jeder auf welche Züge man aufspringt und welche man auch an sich mal vorbeifahren lässt vielleicht. Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage, dann kommen wir noch zu Zuschauerfragen. Ich höre ganz oft so, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles so viel. Und ganz ehrlich, ihr hättet auch weniger schreiben können. Also ihr gebt schon richtig Gas. Ne? Das, ich finde das toll. Man kann ganz viele Stellen anstreichen, Post-its hinstellen. Wunderbar, ein Buch, was man immer wieder hervorholen kann zum Nachschlagen. Ich liebe solche Bücher. Also danke von meiner Stelle auch nochmal. Und habt das super lieb, gemacht. Ja, ich finde solche Bücher ganz hervorragend. Und das ist noch besser als alle Bücher, die ich je gelesen habe. Aber was ist mit dieser Überforderung von Menschen, die sich noch gar nicht mit solchen Themen befasst haben? Die kommen dann immer auch zu mir und sagen so, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber das haben wir gerade, und das möchten wir auch nochmal herausstellen, gerade bei unserem neuen Buch, bei Repower, dass wir wirklich sagen, also jeder Leser, Leserin kann anfangen dort, wo sie möchte. Das ist kein Buch, das von dem ersten bis zum letzten Kapitel also strikt durchgelesen werden muss, sondern die Kapitel sind so aufgebaut, dass sie für sich stehen. Wenn jemand sagt, Mensch, ich habe ein Problem mit meiner Schilddrüse, dann fängt er vielleicht im dritten Kapitel an und sagt, ach, das ist ja spannend, weil ich kann auch meine Schilddrüse unterstützen über den Darm. Also, wenn ich das durch habe, gucke ich doch mal im ersten Kapitel nach. Und so frei haben wir das auch gestaltet. Und was du gerade sagtest, das ist auch gedacht, dass es im Regal steht und immer wieder hervorgenommen wird, so wie Midlife Care auch, wenn das Thema auch dran ist. Und dass man Dinge ausprobieren kann einfach und sagen kann, Mensch, ich versuche jetzt mal, ob Fasten was für mich. Es gibt auch ein Kapitel, da raten wir davon ab. Und da machen wir einen Umweg, was Fasten imitiert. Welche Nahrung kann man zu sich nehmen, damit Fasten imitiert wird, solche Tricks. Mhm. Aber dass man einfach sagt, Mensch, ich versuche mal heute ein Wedgie gegen Fleisch-Battle. Wir haben dann reingeschrieben, wo ist ganz viel Protein drin, wenn man kein Fleisch isst. So ganz praktische Sachen. Das musste ich mir immer alles raussuchen. Linsen, gut. Wie viel Milligramm Eiweiß-Protein ist jetzt in welchem Lebensmittel drin, was kein Fleisch enthält oder vegetarisch ist, damit das auch leichter fällt. Da kann man dann kurz mal nachgucken, was ersetzt das. Weil wir brauchen ja auch genügend Eiweiß. Das wäre vielleicht auch noch wichtig, oder das möchten wir noch vermitteln, dass wir auch sagen, auch wir haben auch Rezepte in dem Buch und wir haben auch wirklich zu jedem Rezept auch immer die vegane, vegetarische Alternative. Ist das denn wirklich so, dass man, je älter man wird, mehr Eiweiß zu sich nehmen soll? Also nicht tierisches Eiweiß, man sollte zunehmend weniger, also eher auf eine plant-based, also pflanzenbasierte, eiweißreiche Nahrung ausweichen. Aber erfahrungsgemäß gerade Frauen in der Perimenopause neigen zu sehr zum Kohlenhydratkonsum und vernachlässigen oft ihr Eiweiß. Also man sagt so grob, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr, in Stressphasen etwas mehr. Die Menschen essen eigentlich fast zu wenig Eiweiß und zu weizenlastig. Ist oft so, viele. Also wenn ich 50 wiege, 50 Gramm Eiweiß am Tag? Na, ein bisschen mehr vielleicht, je nachdem, wie viel Muskelarbeit man macht. Ich werde das morgen mal nachprüfen. So, eine Frage von Zuschauern. Wenn bei dem großen Blutbild kein Ergebnis zu sehen ist, was ist der nächste Schritt? Arztwechsel? Wie finde ich den richtigen Arzt für mich? Was für eine tricky Frage. Ja. Wie finde ich den richtigen Partner für mich? Ja, Chemie, Arzt und Patient sind auch eine Chemie. Schon ist es wirklich eine Chemie. Ja, und man sollte auch ruhig mal sagen, nö, mit dem komme ich nicht zurecht. Ja. Das muss ein Arzt sich auch mal anhören und sagen, jetzt fühle ich mich nicht verstanden. Es ist aber auch immer Teamwork. Ich meine, ihr könnt ja nicht zaubern und einen Patienten irgendwo hinschubsen, der muss ja mitmachen, ne? Ja, man darf auch mal einem Patienten, natürlich jetzt nicht dem Notfall, der mit einem Herzinfarkt da liegt, aber ich habe auch schon Patienten gesagt, ich glaube, wir beide bilden jetzt nicht das langfristige Team. Ja, also das ist wie immer im Leben.
Und das ist ja auch eine große Frage. Also was bedeutet das Blutbild ist in Ordnung? Weil es gibt ja für viele Werte, das was Susanne auch sagt, das Vitamin D, Vitamin B, es gibt halt Werte von bis. Und da kann man etwas doch noch ergänzen, wenn man sagt, Mensch, auf dem Laborwert ist vielleicht alles in Ordnung, aber der Wert ist am unteren Ende. Und vielleicht geht es mir deshalb noch gar nicht gut, weil ich persönlich brauche viel mehr Vitamin B oder viel mehr Vitamin D. Das heißt, ich muss an der oberen Grenze liegen und dann geht es mir erst gut. Also das kann man auch noch viel differenzierter betrachten. Meine letzte Frage, Bewegung. Zu Beginn haben wir gehört, Spaziergehen, ich kann es nicht mehr hören. Ganz ehrlich, mir hat das Leben gerettet im letzten Jahr. Jeden Tag mindestens 10.000 Schritte, das hat mir das Leben gerettet. Mhm. Wie wichtig ist es und muss es denn auch manchmal Sport sein oder geht auch Gehen? Gehen ist super. Also 10.000 Schritte, wenn man das jeden das Tag ist schafft, schon Sport. Dann das ist Sport? Ja, 10.000 Schritte. Sagen, so ist kein Sport. Doch, auf jeden Fall, das ist eine Gesundheitspolice, auf jeden Fall. Das ist wirklich super, das weitermachen. Ja. Also natürlich, die Muskeln sind absolut wichtig, wenn man abnehmen will. Die Muskeln sind unglaublich wichtig fürs Immunsystem. Da passiert wahnsinnig viel. Also Muskeln müssen erhalten werden, um auch... Habt ihr Zeit für Sport? Bewegung ist wichtig für die Psyche. Also ich mache alles mit dem Fahrrad. Spannend. Ich besitze überhaupt kein Auto. Also das heißt, ich bin gezwungen, irgendwie alles zu machen mit dem Fahrrad. Ja, so. Also ich komme über den Umweg zum Sport. Yoga. Schwimmerin? Ja. Yoga ist auch Bewegung. Ja. Also genau. Das ist auch muskelkräftigend. Es muss immer der Marathon sein. Und es muss nicht immer das High-Intensive-Intervalltraining sein. Wenn jemand sehr erschöpft ist und geht jeden Tag joggen, dann nimmt er kein Gramm ab, weil das Cortisol steigt und dann ist die Erschöpfung stärker. Sondern wirklich auch in sich reinhören, immer wieder gucken, was macht das mit mir und dranbleiben. Ich höre in mich hinein und der Körper sagt, kein Joggen, geh. Super. Geh zügig, super. Aber fang nicht an zu joggen. Super. Ja, ist super. Mensch, ich freue mich so, dass ihr hier seid und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja? Und ich weiß, was sie morgen tun werden. Ich wurde nicht extra bezahlt, um das zu sagen, aber ich kann dieses Buch wirklich empfehlen. Ich habe das am Wochenende durchgesogen, ganz viele Stellen angestrichen und ich habe viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Und ich werde am Ende von Interviews immer gefragt, was möchten Sie Ihren Leserinnen mitgeben? Und die Frage gebe ich. Oder irgendwie eine Philosophie oder eine Aufgabe. Ja, ganz, also eine Message. Sich keinen Stress machen, bei sich bleiben, gnädig zu sich selbst sein und wirklich auch sich manche Dinge verzeihen und sagen, Mensch, ich glaube, jeder kann doch stolz auf sich sein, gerade in diesem letzten Jahr, was wir doch trotz dieser Umstände hinbekommen haben. Mhm. Alle, ja. Dass man immer noch in sich Ressourcen finden kann, die Dinge ein kleines bisschen besser machen kann. Und wichtig ist auch so, diese Verbundenheit zu behalten. Das ist, glaube ich, etwas zu sich selbst wertschätzen und dann wird man auch für seine Gesundheit vielleicht mehr sorgen und die Freude daran nicht verlieren. Es muss auch ein bisschen Spaß machen, sonst können wir das alles vergessen. Ja, das ist auch das Motto der kleinen Griechin. Gesund, schlank und glücklich mit Hilfe unserer wichtigsten Organe. Repower erscheint offiziell morgen. Alle, die online bestellt haben, haben es wahrscheinlich jetzt schon in der Hand. Vielen, vielen Dank. Wofür steht eigentlich das Med, muss ich jetzt noch fragen. Medizinisch. Das war's schon. Ja. Okay. Dann sind es Doktor medizinische. Das steht eigentlich für den Doktor in der Medizin. Genau. Es gibt ja auch den Doktor Phil, das ist der Doktor in der Philosophie. Gut, ich bin ja ein normaler Mensch, aber ich freue mich, dass wir sind auch normal. Wir sind nicht auch normal. Das ist schon mal klar. Vielen, vielen Dank. Danke. Repower, ab sofort haben wir alle ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Energie und das ist das, was wir gerade gut gebrauchen können. Schön, dass Sie dabei waren. Viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Abend. Danke sehr. Vielen Dank für das nette Interview. Und danke, Dussmann und Löber auch. Ja, danke fürs Dahaben. Live aus Berlin, der Buchhandlung in der Friedrichstraße bei Dussmann. Tschüss. Tschüss.